not avoid. Let yourself be teased, anticipation flows. Can you turn me around? Make me see my friends. I will come for you. You're my only friend. Did you think of love? My eyes on me too. I admit that I have a crush on you. Look at my finesse tonight, cause I got you out of the dress of light. Laying my battle tight, and it took so long, you're feeling alright now. Why does it make our sight tonight? If you think about it, it'll be all smiling at. Better face with a little face, lift a little nose, can't make up my mind, shit. And it's easy, but the thrill, yeah. Friday night, we're high, we're getting into it. My girls want me that. You are a charming kid. Good thing you're still not. Your friends are nothing yet. No one want you. I use you to compensate. I can't turn you around. Make you do what I want. I break your laws. I'll prepare to hide. I just came for you. We don't need to dance. I just came for you. You're my only friend. Look at my finesse tonight. Cause I got you out of the dress of light. Laying the maritime, but your place good, I will leave in time. What does it make our sight tonight? If I think about it, it will be on smiling night. What are your face and with your place? Cause in my face, or in my place, no chemistry's a thrill, yeah. Wir sind das Titanic Swim Team und wir geben euch heute richtig was auf die Ohren. So
Dankeschön. So, jetzt gibt es ein bisschen Mood Change. Unser nächster Song. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir müssen heute euch ein bisschen zeigen, was wir so für Songs haben und auf dem Kasten haben. Der nächste Song ist so ein bisschen an College Indie Rock angelehnt und er heißt American Dinner. It's fine. Dankeschön.
Schnürsenkel sind offen, eine Sekunde, so kann es nicht weitergehen. So. Okay, der nächste Song ist ein besonderer Song. Ich glaube, das ist der Song, der uns am allermeisten am Herzen liegt. Der wird auch unter anderem zusammen mit einem anderen Song unsere Erstveröffentlichung diesen Winter auf Spotify. Und zwar heißt der Trains of Thought. Und da geht es um den Sinn des Lebens und darum, dass man irgendwie sein Leben lang nach der Wahrheit sucht. Und der stellt die Frage, ob es das überhaupt gibt, ob man überhaupt jemals zur Wahrheit kommen kann oder ob die Wahrheit die Asymptote zum menschlichen Leben ist und man eigentlich nur weiß, dass man nichts weiß. Aber dann fragt er sich trotzdem, ob das irgendwie trotzdem alles Sinn macht und wir gar nichts wissen müssen, sondern einfach leben und auf den Zug der Gedanken aussteigen. Trains of Thought, viel Spaß. How you spell it me when you first targeted me was hard to tell. But the feeling that hit me the first time you kissed me was unexplainable. And now you're looking at me, holding my monologue as if I was a coach. Hats in an angle, you don't understand me, you're hard to approach. Baby, I drove these trains of thought to the final destination just to find out that to love somebody isn't no salvation. Truth is the essential. You know I. What if you found the answers? And what if you knew they were true? Baby, I drove these trains of thought.
final destination, just to find out that to love somebody of these theories they use to conquer my mind. May they be true, but they're quiet this time. When my universe was one big black hole, where you just blocked it and revived my soul. Just say whatever you mean, it's okay. I am sorry if my questioning has got you thinking about all those pampered things you never wanted to. So did I kick the waves and break the dams that once protected you from all the shit that's coming? I'm sorry if my questioning has got you thinking about
jetzt kommt unser letzter Song. Jetzt wird noch ein bisschen getanzt, meine Freunde. Kommt alle vor, ihr dürft gerne vorkommen. Danke, danke, danke. Was sieht da aus? Am Sonntag auch ein Musikvideo. Viel Spaß. Applaus an die Band. Hat gebockt, es macht sehr viel Spaß für euch zu spielen. Hier ist Red Carpet. If I was a red carpet, you could throw up on me like a walking last spring as we're walking through our favorite gallery. Favorite painting. Guess what? This is how you make me feel. I always was your favorite. No more and more the portrait looks so real. And it shows the guy in the blue corduroy pants. And it's me. Guess what? Here's who I am. I'll be right there, I'm just not feeling like I can do this right now. It's too early for me and I still have to heal. It's getting harder out here but I'm still too dreamy. Still hard for me but I'm staying creamy. Oh, I'm so creamy, I wish that you could feel me. Beg you to hear me, I wish you didn't. So lock it.
was a red carpet. Dankeschön. Das war das Titanic Swim Team. Wir sind eine Band aus Mannheim. Folgt uns auf Instagram, Titanic Swim Team. Wir haben gerade ganz frisch angefangen und ja, danke fürs Spielen. Danke an Seven Niemeyer. Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen an dem Bildschirm. Willkommen zur sechsten Newcomer-TV-Nacht hier in die wunderbare Portstraße Jugend und Kultur. Ein Ort, der schon seit über 30 Jahren Kulturförderung, also Newcomer-Förderung macht, am Fuße des Taunuses. Es ist ein Scheißwetter da draußen. Das heißt, eigentlich genau das richtige Wetter, damit ihr alle hier vorbeikommt und den Saal füllt. Aber jetzt möchte ich euch erstmal eine fantastische Band, eine ganz junge Band vorstellen aus dem Raum Mannheim, nämlich das Titanic Swim Team. Und zwar habe ich hier den Louis und den Theo. Ihr seid direkt aus Mannheim hier durch dieses furchtbare Wetter hierher gekommen, über die höllische Autobahnverbindung Mannheim-Frankfurt. Wie habt ihr das überlebt? Mit guter Musik. Natürlich haben wir hinterm Steuer getrunken, ist ja ganz klar. Ja, sonst hätten wir das nicht überstanden. Und wir sind getrennt gefahren, weil wir können uns nicht... Nein, hat Spaß gemacht. Und gutes Thema, Musik. Das heißt, wenn eine Band unterwegs ist, ist es ja eigentlich immer im Auto Party, oder? Ja, meine Freundin saß dabei. Spaß. Also ich lasse ja auch immer die Musik von uns laufen. Die zwei Studioaufnahmen, die auch bald veröffentlicht werden. Okay. Und da wird die Stimmung auf jeden Fall ganz gut. Das heißt, ihr macht dann, nutzt die Fahrt dann sozusagen als Controlling. Sind die Aufnahmen gut oder müssen wir noch was nachdrehen? Tatsächlich auch so ein bisschen zum Üben. Ja, also wenn es geht in den Rotphasen vor der Ampel, geht so ein bisschen, gehen die Finger mit. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, tatsächlich. Ich spiele die Songs immer mit. Ja, okay. Auch ja, das ist super. Also das heißt, ihr habt eure Musik sozusagen komplett bis in die letzte Pore, nehmt ihr immer mit. Ihr seid noch nicht so lange zusammen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, in diesem Jahr, Louis, oder? Ja, also es ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte, weil wir haben uns über den Band Support Mannheim kennengelernt. Das ist so ein cooles Programm vom Land Baden-Württemberg, glaube ich, der Stadt Mannheim und wer mich nicht täuscht, die Popakademie. Und habe ich mich beworben erst als Solokünstler. Ne? Und wir haben alle Musiker bei uns, alle Bandmitglieder schon lange Musik gemacht, schon viele Bands gehabt, auch schon professionell gearbeitet. Und irgendwann wollten wir einfach mal eine Band, wo man sich irgendwie so ein bisschen lieb hat und Herzblut dabei ist und wo man sagt, das ist es jetzt und wir wollen hoch hinaus. Und dann habe ich über den Bandsupport die anderen gefunden. Und dann hat es einfach geklickt und das war es dann endlich. Und das ist so ein bisschen so, deswegen ist halt so viel Feuer drin. Es ist so Erleichterung für alle gewesen, dass wir uns gefunden haben. Und deswegen sind wir relativ frisch. Ja, genau. Wenn mich meine Informanten nicht getäuscht haben, dann bist du eigentlich ein Singer-Songwriter, der eigentlich aus Stuttgart kommt, kann das sein? Nee, ich studiere in Stuttgart. Musikproduktion studiere ich, genau. Aber ich du bist ein Mannheimer Bub geboren. Okay, also du studierst in Stuttgart, aber du bist schon als Singer-Songwriter erstmal viele Monde unterwegs gewesen, genau. Mit deiner Akustikgitarre. Ja, genau, und auch für andere geschrieben, also auch für dann Musik, die jetzt weniger meins ist, so zum Beispiel Vanessa Mai habe ich mal eine Radiosingle geschrieben oder für einen Film. Wahnsinn. Ja, aber ich wollte eher meine Musik machen und jetzt mit meinen Jungs. Ich meine, das ist etwas, was augenscheinlich ist, weil hier kommen viele raue Gesellen aus der ganzen Welt hier in die Portstraße zu den Newcomer-Nächten und das ist mir sofort aufgefallen, dass ihr einen ziemlichen Draht, also ihr geht sehr, wie sagt man, warmherzig miteinander um. Ist das jetzt erst die erste Phase, wie in einer neuen Beziehung, da zwei Monde geht das irgendwie und dann fangen die ersten Streits an oder wird es eine Liebe für immer sein? Also ich habe tatsächlich festgestellt, zur Überraschung auch für mich, im Vergleich zu meinen letzten Bandprojekten, dass wir das wirklich gut schaffen, über Probleme offen zu reden und auf einer sehr respektvollen Ebene das Ganze auch und hat mich am Anfang wirklich gewundert und ich fand es total toll, dass es so funktioniert, bei meinen letzten Bandprojekten immer auf die Fresse und alle wütend aus dem Proberaum raus und bei uns, wir gehen eigentlich nie wütend auseinander, auch wenn es mal wirklich knallt und wir schaffen es immer einen Kompromiss zu finden, bei wirklich allem. Das ist wirklich toll. Wir sind ja hier in so einer Art Proberaum, das finde ich eigentlich ein ganz neu, also ist ein schöner Ort, also für Interviews und so. Wie sieht es denn jetzt im Gegensatz zu hier bei euch im Proberaum aus? Was habt ihr für einen Proberaum? Das ist auch was ganz Tolles und zwar, ich komme aus Bensheim, also ein bisschen hier zwischen Frankfurt und Mannheim und da wird von der Stadt Bensheim das Ganze finanziert. Wir zahlen keinen Cent dafür und wird der Kompromiss, man teilt sich den mit zwei anderen Bands, aber das funktioniert auch sehr, sehr gut.
Ja. Das heißt, so ein modern eingerichteter Proberaum, wo man auch sich selbst aufnehmen kann, so Layouts machen kann und jede Band kann ihr Equipment irgendwo im Raum aufbauen, oder müsst ihr alle die gleiche Backline benutzen? Die Backline ist tatsächlich dieselbe und es ist auch alles selbst eingerichtet, aber was jetzt auch die Aufnahmen angeht, da wollen wir jetzt auch ein bisschen dran arbeiten, dass man da auch provisorisch ein bisschen was aufnehmen kann, auf jeden Fall. Ja, weil ich finde es ja erfahrungsgemäß, also ich habe angefangen Musik zu machen vor vielen, vielen, vielen hundert Jahren, und da war es so, eine Probe aufnehmen, das kam irgendwie genauso wie Fotos von sich oder der Band zu machen, das kam so gut wie nie vor. Mittlerweile ist das Equipment ja so geil, so leicht bedienbar und auch so relativ erschwinglich, dass man im Prinzip locker mehrspurmäßig jede Probe aufzeichnen kann und dann auch wirklich viel intensiver am Songwriting arbeiten kann. Wie arbeitet ihr da? Also das ist tatsächlich so ein Ding, da profitieren wir schon von unserem Zeitalter, weil wir machen es schon so, wenn neue Songideen kommen, dann wird das aufgenommen, da hat jeder seine DAW zu Hause, jeder seine Mikrofone, jeder sein Interface, und dann wird das reingehauen und dann kann schon mal jeder was dazu machen, und dann ist es so, wenn man zum ersten Mal zusammenkommt, nicht so, als hätte man noch nie, ne, und man konnte vielleicht mal nicht proben, dann ist es nicht so, als hätte man noch nie zusammen den Song gespielt, oder man hat angefangen, den Song zusammen zu schreiben. Und dann schreibt man den aber zu Hause weiter und kann trotzdem miteinander Musik machen, ohne dass man sich sieht. In letzter Zeit war es gar nicht so viel nötig, weil wir tatsächlich viel zusammen proben momentan. Also so zweimal die Woche und dann Konzert. Also langsam ein Stimmchen zollt auch den Tribut langsam auch. Ja, aber das ist doch gut. Also weil man sagt immer, ja, ich muss viel Honig oder irgendwelche Tränke nehmen. Aber man kann ja auch, wenn man jeden Tag richtig voll die Stimme belastet, dann wird die ja auch eigentlich flexibel. Ja, genau. Die sollte ich einfach nicht so anstellen und mal mitmachen. Ja. Also durch das raue Leben kriegst du ja auch eine tolle Farbe dann in der Stimme. Ja, genau, genau. Hoffen nur, dass sie nicht ganz weg ist so. Aber nee, ich hab ja auch lange Gesangsunterricht gehabt und so. Nur ist es so das Pensum. Ich habe, wenn du meintest, Singer-Songwriter, ich habe lang alleine gespielt mit Akustikgitarre und plötzlich habe ich so einen Pegel um mich rum. Ist was ganz anderes, ja, auf jeden Fall. Voll andere Welt, also eine Drummer, Bassist, Gitarrist, alles junge Hunde, die laut sein wollen, und das übt sich, das merke ich. Wie macht ihr das? Gibt es jemand wie so eine Art Musical Director, der dann auch mal sagt, das ist jetzt gerade zu viel Energie, wir müssen in der Strophe mehr runtergehen und dann über die Bridge ein bisschen mehr Gas und der Refrain? Also, dass man so eine Dynamik irgendwie, dass es da jemand, der dann auch das Vertrauen der Band hat, oder wird jede Dynamik erstritten? Auch ein ganz gutes Thema, sehr aktuell bei uns. Wir haben auch einen Bandcoach über den Bandsupport bekommen, und da kommt auch immer eine ziemlich aggressive Kritik auch immer rein, und das ist so gerade das, wo wir auch am meisten da mit üben, wirklich einen Song dynamisch aufzubauen. Generell auch neue Sachen, dass wir wirklich von Anfang an probieren, das nicht runterzuspielen, das, worauf es ja eigentlich ankommt. Ja. Kommuniziert einfach. Also es wird mega viel geredet, jetzt nicht nur über, also das bleibt ja oft auf der Strecke, so Banddynamik und Beziehung, aber auch musikalisch, weil wir halt einen Coach haben, der das beruflich macht und weiß, wie man Bands führt, vor allem junge Bands. Und ich nenne ihn mal so ein bisschen Dr. Cynical, aber er ist super cool, der Rainer, und ist unser Bandpapa quasi. Der kennt ihn auch. Was, echt? Ja, Rainer Döring. Ah ja, irgendwie dunkel, ja, irgendwo, aber lange her. Ja, ist ein cooler Typ, und der hat es voll drauf, war auch auf der Popakademie und ist so in der Musikszene viel unterwegs. Und der schafft es uns immer so ein bisschen zu zerreißen und zu zerstreuen, ne, dass wir dann uns immer wieder sammeln müssen. Und jedes Mal, wenn wir uns neu geordnet haben, sind wir ein Stück weiter. Also es wird schon, wir haben da jemanden, der uns ein bisschen führt. Wir haben da jemanden. Es ist im Prinzip wie in der Theaterwelt, weil das habe ich ja durch, also ich habe sonst immer nur Musik gemacht mit Bands, und dann irgendwann habe ich angefangen, Theatermusik zu machen, und dann macht das ja bei einigen Theatergruppen, wo ich gearbeitet habe, der Regisseur ja auch, der nimmt dich komplett auseinander, ja, und du weißt gar nicht mehr, wer bin ich, wo bin ich, aber nicht, um dich zu verletzen, ja, sondern damit du dich neu wieder, immer wieder erfinden kannst. Ja, das macht er gut. Das ist natürlich da jetzt die Gratwanderung zwischen wann sind wir zu zerstört und denken, wir sind scheiße. Und das muss man ja immer gucken, wo zeigt man dir, was ist dein Potenzial, dass du merkst, es lohnt sich, und wo sagt man dir, da musst du dran. Aber das klappt schon. Du machst auch die Texte. Worum geht es in deinen Texten? Momentan, also es geht viel um so grundsätzliche philosophische Sachen. Es geht so um Sinn des Lebens, um Antwortsuche, um sich den Kopf zerbrechen und warum mache ich das eigentlich alles. Und das, was so wie ein Stern über allem steht, ist immer so ein bisschen der Trost. Und dass, wenn man einen scheiß Tag hat und sich abends ins Bett legt und einfach nicht mehr
weiß, dass dann ohne, dass dir jemand an die Schulter klopft, hey, ist doch alles okay, sondern quasi sagt, ja, es ist vielleicht scheiße, aber schon mal da, schon mal da, schon mal da, das wird alles wieder gut, so die Ideale irgendwie hochzuhalten. Und jetzt ist es ganz interessant, also es war gerade eine Trennung, jetzt ging es gerade auch noch viel um Liebe und was bleibt, wenn man sich trennt an Liebe, warum lohnt es sich trotzdem? Und jetzt gehen wir aber in den Schreibprozess gerade. Jetzt ist es interessant, weil jetzt werden die neuen Themen eigentlich gefunden. Wie ist es? Ich meine, wir leben in schwierigen Zeiten, Klimakrise, Rezession, also das heißt Inflation, nicht Rezession und dann Ukraine, die Auseinandersetzung, alles wird irgendwie, also man hat das Gefühl, die Gesellschaft wird immer hysterischer und man ist sehr schnell sehr zornig, die Leute gehen aufeinander los und so. Wie erlebt ihr das und findet ihr da eine Antwort in eurer Musik? Wir sind, ja, also das Ding ist natürlich, wir machen es eher auf emotionaler Ebene. Wir sind noch zu unpolitisch, würde ich sagen. Wahrscheinlich liegt es daran, es gibt ja immer diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, dass wir in unserem Alter noch sehr mit uns selbst beschäftigt sind und darüber das Leben hinzubekommen und, ich sag mal, zu wachsen und für sich seine Antworten zu finden, was der Sinn ist und so Geschichten, bis man das mal nach außen kehrt und sagt, was sind die Probleme da draußen. Das kriegt man schon mit, das macht was mit einem. Aber ich würde sagen, die Verarbeitung findet eher noch auf emotionaler Ebene statt. Da müssen wir noch politischer werden. Das kommt aber, denke ich. Muss man gar nicht. Also, weil ich finde, die Musik ist ja, also, wie sagt man, jeder Künstler hat ja das Recht, seine Musik so zu gestalten, wie er möchte. Voll, ja. Also, ich habe Lust. Ich denke mal, der Chris, unser Gitarrist, ist zum Beispiel auch sehr politisiert. Also, das sind wir alle. Aber der, wenn der Songs schreibt, sind die immer politischer. Als wenn ich sie jetzt schreibe, dann sind sie eher grundsätzlicher. Und ich bei Theo habe ich das Gefühl, er kann irgendwie alles schreiben. Das war alles. Das heißt, ihr schreibt alle, also jeder macht seinen Beitrag für das Programm der Band. Genau, also Louis Texte kommen viel mehr aus ihm raus, aus einer tatsächlich entstandenen Situation. Bei mir ist es so ein bisschen mehr, will nicht sagen, dass meine Texte nicht tief aus mir rauskommen, das ist nicht der Fall. Nur ich gucke auch so ein bisschen danach, welcher Song passt gerade zu uns. Brauchen wir vielleicht ein bisschen was, wo man zu tanzen kann, was ein bisschen rockiger ist, und dann schaffe ich das irgendwie, das ganz gut umzusetzen. Also gerade das, was gebraucht wird. Und ich glaube, dadurch entsteht auch insgesamt eine gute Kombination aus den Ideen. Habt ihr, also businessmäßig, habt ihr ein Label oder in Aussicht, eins zu bekommen? Oder wie geht das jetzt? Das Jahr geht ja jetzt zusammen, also zu Ende 2023 für euch weiter. Wir arbeiten gerade mit einer Artist-Branderin zusammen, die Louis auch aus seinem Studium kennt. Das ist gerade so unser Label, wenn man so will. Und mit ihr bauen wir eben viele verschiedene Sachen auf, wie jetzt unter anderem eine Website und die Instagram-Seite. Und sie gibt da wirklich extrem viel Input, die Fabienne. Das heißt, ihr habt eigentlich im Grunde genommen jetzt schon, bevor es richtig losgeht, schon mal gefühlt einen 8-Stunden-Tag Band. Ja, wir haben auch viele Meetings momentan tatsächlich mit. Wir haben Fotografen, wir haben eine Artist-Branderin, das ist super cool. Die hat auch einen Bachelor gemacht im Musikmanagement, also Business. Und ich glaube auch in einem Label auch jetzt fest angefangen, halt 40 Stunden. Und die macht das trotzdem noch für uns, hat quasi dort unterschrieben, dass sie noch quasi Künstlerbetreuung machen darf bei anderen. Und kostenlos quasi, weil sie auch noch lernen will. Und wir profitieren beide davon. Das ist so quasi das Ding. Cool. Und ja, voll. Also wir haben quasi, bevor wir eigentlich irgendwo sind, haben wir schon mal jemanden, mit dem wir das aufbauen können, ja. Heute ein Gig auf der 6. Newcomer-Nacht. Habt ihr irgendwie euch gedacht, naja, jetzt mit Fernsehen und so, wir machen ein besonderes Programm, also eine besondere Zusammenstellung von Songs, eine besondere Dynamik, oder arbeitet ihr mit Pyros, Nebel oder nackten Tänzerinnen? Es sind die nackten Tänzerinnen und Tänzer, weil wir haben Parität gewahrt. Und ja, nee, heute haben wir tatsächlich, wir wollen einfach nur so uns zeigen, wir wollen uns auf die Bühne bringen. Wir haben jetzt weder Rammstein, Feuershow, noch irgendwie Nebel, also ja gut, Nebel, wenn ihr Nebel habt, gerne. Haben wir. Habt ihr? Nehmen wir. Aber wir wollen eher so, das heißt ja Titanic Swim Team, wir wollen eher so zeigen, wer wir sind als Team, so diesen Teamgedanke rüberbringen und uns als Band erstmal zeigen, bevor wir Kuss. Der Thomas, unser Lichtmann, fragt jede Band, was habt ihr für Lichtwünsche? Habt ihr für eure Konzerte eine Lieblingsfarbe? Würde Blau zu euch passen oder eher Rot? Das ist auch wieder so ein extrem lustiger Zufall, finde ich. Und bei dem Fotoshooting von dem Band Support war die Idee von dem Fotografen damals so ein richtig schön, im Prinzip so ein bisschen wie dieses Blau, was bei unseren Bildern hinten dran ist. Und es hat sich irgendwie so durchkristallisiert, dass das irgendwie unsere Farbe ist, und wir haben das direkt übernommen. Also so mehr so ein mattes Blau, was auch in so ein Meeresrauschen dann reingeht, und das machen wir immer, also auch in unseren Bildern jetzt geplant, immer so ein bisschen mit so Wasser, wie so Wasserfarben, bisschen durchstrahlt von Licht.
Also ich kenne also Ultravox, weiß nicht, ob euch das was sagt, so eine alte Band, englische Band, die nur in Blau-Weiß aufgetreten sind. Ja, wir machen auch Blau. Also Blau ist jetzt auch für unsere feste Bandfarbe und wir haben auch unsere Album, also Single-Cover schon designt jetzt, die jetzt Ende des Jahres rauskommen, hallo, und auf Spotify. Und da ist auch Blau, Blau-Weiß sind unsere Farben. Und ich trage noch immer in meinem Signature-gelben Raincoat auf, so ein bisschen eine Mischung, wie soll ich sagen, also ein bisschen hat was von Oasis sogar, oder Kraftklub, ne? Diese Trenchcoat, ja. Das ist cool, ja, und das ist so Blau-Weiß tatsächlich. Ja, cool. Ich freue mich total auf den Gig mit euch. Wir sind sehr gespannt und ich wünsche euch viel Spaß, auch hier mit den anderen Bands und überhaupt. Und in Oberursel macht noch eine Sightseeing mit dem Bus durch die Altstadt vor eurem Gig. Danke und ein Riesenapplaus von euch da draußen für die Jungs von Titanic Swim Team. Thank you.